Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, mich hat einer der Fans angesprochen, dass er gerne ein spezielles Mod-Dungeon mal gesehen hätte. Und das müsste ungefähr hier sein. Also wo jetzt mein Zeiger ist, da waren wir noch nicht. Wir gehen ja gerade eigentlich so in den Südosten ab, aber wir unterbrechen das mal kurz und versuchen jetzt dahin zu kommen. Starte allerdings direkt schon mal hier auf den Weg dahin vom Totenschrein aus. Und ja, dann gucken wir mal. Wir lassen mal den Rest beiseite liegen, sage ich mal. Schauen mal, wie weit wir hier kommen und stellen schon fest, dass wir einen netten, ja, was wird das sein, Troll, Eistroll haben. Und ja, wie man das kennt, gehören ja zu den Kollegen, die einen mit einem Treffer umliegen können. Also hoffen wir mal, dass wir den Kollegen einfach so erwischen. Gut, okay. Ein Fall mehr oder weniger machen Unterschied. So. Da liegt er schon mal. So, ja. Wunderbar wertvoll, aber auch wahnsinnig schwer. Boah, der hat viel geiles Zeug. Ja, das nicht so sehr. Pelz, Pelz. Oh ja, auch toll. Habe ich ganz selten bisher noch gehabt. Meine Pfeile krieg ich sogar wieder. Ist auch okay. Und ja, auch wunderbar. Ja, gefühlt schon wieder halb voll, aber so schlimm ist dann doch nicht. So, wir müssen uns ein bisschen nach Nordwesten halten, denn Plündern geht immer. Allerdings liegt hier nur sehr viel Hundezeug. Amulett von Arkheit, das ist immer gut. Okay, oh, obwohl Gewicht 12, Wert 150, das ist schon auch nicht zu verachten. Mal schauen. So ganz 100% genau habe ich die Lage nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Ein Teil des Abenteuers ist ja auch der Weg dahin. Ich hoffe nur nicht, dass oben ist. So wie die Wände hier aussehen, könnte das nämlich sonst ein Problem werden. Ja, das sieht schon nach Tvemorin aus. Da schwebt irgendwas. Oh. Ja, grundsätzlich ist ja niemand freundlich zu uns, ne? Also gehen wir mal davon aus, dass es hier auch so ist. Aha. Oder warte mal, vielleicht sind das sogar... Wir sind ja nicht in Gefahr. Vielleicht sind das ja wirklich sogar Wachen. Mal schauen. Huch. Falsch, so wollte ich. Okay, vielleicht doch ganz gut. Doch nicht. Sind also doch Banditen. Ist aber nicht schlimm. Wir wollten ja eh unsere Schadenzauber ein bisschen aufbessern. Wie machen wir es am besten? Ich glaube... Ja, wir machen einfach links unseren Zauber und rechts blocken wir ein bisschen ab. Oder andersrum. Reihenfolge ist mir relativ egal. Huch. Alles klar, der Kollege ist verhext. Hm. Wie cool. Aber irgendwie treffe ich noch nicht. Oder ist die Mund vielleicht dagegen? Auch eine Variante, ne? Okay. Ja, so fast nackte Arme. Naja. Also, das scheint nicht viel zu bringen. Also machen wir das Ganze gewohnt mit der angebotenen Härte. Wo ist er? Da ist der Dolch. Und das merkt er auch. So, noch jemand mit dem Fahrschein? Oh, der ist ja ganz verängstigt. Ernsthaft. Haut ab? Hä, was macht er? Na ja, kommt. Tod ist stark überbewertet. Ist da ein echter Drache drauf? Das ist ein echter Drache. Ein mechanischer. Okay. Oh, es sind zwei. Okay. Erstmal nehmen wir die Beine in die Hand. Gut. Der Weg ist dann wohl doch deutlich spannender als erwartet.
Hi. Spring. Gut, der macht aber nicht allzu viel Schaden, der mechanische Drache hier. Der wird nichts. Haben wir nicht noch einen zweiten gerade hier gehabt? Das ist eine kleine Zentorierspinne, der Drache ist dahin. Ach, natürlich bleibt sie stehen. So. Der andere fliegt da oben rum. Kommt anscheinend nicht klar mit der Welt. Leute, ihr lenkt uns auch voll vom Weg ab. Entweder kämpft ihr jetzt richtig oder wir gehen. Nur eine Mischung aus beiden, das wollen wir nicht. Ist auch noch ein Wölfchen. Ja, ich denke mal, es ist vorbei. So. Können wir uns eigentlich trotz allem anschleichen? Wahrscheinlich nicht. Hi, Pfiffi. Ach, ist ein Husky, ja gut. Halb Wolf, halb Hund. Das war halb richtig, das zählt da. Hier mach ein bisschen Erz. Ist zwar nur Korundum, aber... Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir es mit. So, ich habe ja gerade gesehen, das ist eine Höhle. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, ob wir eine Höhle suchen. Ich glaube nicht so ganz. Ich bin mir sogar stecken, weil es ist eher so eine Art Festung. Ich könnte auch mal einen Blick auf die Karte werfen. Ja, wir sind noch relativ weit weg. Ja, wir beschleunigen die Sache mal ein bisschen. Das sieht zum Beispiel relativ gut aus. Ob es das ist, weiß ich nicht ganz. Ich glaube nicht so von der Entfernung her. Müssten wir noch ein Stück weiter, meines Erachtens. Oh! Ein sehr starker Vampir. Keine Angst, wir stehen wieder auf. Oh, der ist aber ganz schön ragey gerade. Und haut einen aber lange um. Oh, die sind ganz schön stark. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich gestehen. Bisschen unterschätzt. Einer war jetzt eigentlich so das Problem, aber da unten ist eine ganze Gruppe. Das könnte über lang natürlich ein Problem werden. Jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Na, das ist noch ein Vampir. Ja, kommt genau in unsere Richtung. Also mit Schleichen wird er nicht viel sein. Scheinkiste. Sind sie weg oder nicht? Hi! Ihr wollt doch nicht alle herkommen, oder? Echt jetzt? Nee. Jetzt mal einen Blick auf die Karte. Ist eigentlich immer noch viel zu weit weg. Gehen trotzdem mal hier hin, dann ist das schon mal ein Punkt, den wir für später markiert haben. Frostfluss, Leuchtturm. Klingt cool. Ist aber nicht, was wir jetzt suchen. Müssen ein bisschen weiter. Die Höhe stimmt ein bisschen, vielleicht sogar noch nach Süden, aber hauptsächlich nach Westen. Guck mal, da ist Norden. Ja, Westen lässt sich hier gerade nicht mehr erkennen. Zu viele Punkte auf der Karte. Ich sag, das erkunden wir jetzt ja nicht. Hier ungefähr muss irgendwo Westen sein. Da sind irgendwelche Barrikaden. Da wäre noch ein Türmchen. Ach, das wird ein Wachlager, ne? Ein Drache. Okay. Bin ich ganz sicher.
Ist leider wieder ein Lager der Kaiserlichen, dann haben wir es auch gleich mit auf der Karte. Wir sind ja bei den Kaiserlichen besonders beliebt. Na? Greift ihr uns an, wie es sich gehört? Tretet beiseite, Bürger! Okay, stecken wir unsere Waffen weg. Hat das so selten, weiß gerade gar nicht, wie es geht. So. Ja, wir sind sehr beliebt, wie wir hören. So. Auch eine Kombination. Lebensschadenszauber. Schild. Das muss man auch erstmal kombinieren. So. Gucken wir mal. Hi. Tempel des Nachtrufers. Nee, ist es auch nicht. Oh, wir sind noch viel zu weit im Norden. Naja, wir gehen jetzt so nach und nach alles ein bisschen ab. Wir kommen schon hin. Wir finden einen Weg. Ja, wir haben schon das kämpft nicht. So, gucken wir noch kurz auf die Karte. Sieht jetzt gar nicht prinzipiell so verkehrt aus. Hier irgendwo in der Nähe könnte es sein. Ansonsten würde ich noch mal kurz nachgucken müssen. Das ist zu klein dafür. Da haben wir noch welche im Südwesten ein bisschen. Ah, eigentlich eher im Osten, ne? Wo wenn da Süden ist. Gucken wir mal. Wir schauen jetzt einfach, was eins und jenes. Es dürfte auf jeden Fall nicht sein, wo ein Questpfeil hinzeigt. Ah, machen wir wieder bergsteigen. Hoch. Skyrim ist halt ein sehr bergiges Spiel. Ja, es gibt auch immer ordentliche Wege dahin, keine Frage. Es gibt überall einen Pfad hin und alles drum und dran. Aber meistens, wenn man den gefunden hat, ist das dann einfacher, wenn man ein bisschen rumspringt. Aber die Aurora, ja, ob Borealis, Australis oder ob es einen eigenen Namen dafür gibt, weil Skyrim ist, ist immer toll. Könnte sogar das Ding hier oben sein. Ah, da geht es aber in das Tal runter. Da will ich jetzt erstmal nicht, solange ich den Turm nicht habe. Komm, spring, spring, du bist gut. Du kannst das, du bist toll. Siehst du, sag ich doch. Da. Ah, hier krieg ich eine Meldung, was es ist. Na, krieg ich. Ihr seht mich alle, das ist toll. Das interessiert mich jetzt aber erstmal wenig. Düsterhammer. Nee, ist es auch nicht. Gut, suchen wir jetzt die nächsten zwei Dinger her. Wir finden das. Wow. Das war ein extremst guter Schuss, Kumpel. Respekt. Schwer hinzukommen. Das hier sieht schon besser aus. Ist definitiv besser. Also wartet auch schon jemand. Aber bevor ich mir die anlege. Ah, da ist es. No Point Beacon. Genau da wollen wir hin. Gut. Dann schauen wir uns das mal an. Wir sind da. So, Nehmer. Ja, ist auch nicht verkehrt. Auch gut, nix da. Pfeile kann man nie genug haben. Alles klar. So, wir sind da. Snowpoint Beacon. Wahrscheinlich mit dem Snowpoint Dungeon oder so in Kombination. Hier ist noch irgendwo jemand. Hi. Ihr habt gewonnen.
Richtig, habe ich. Zeigst du mir mal den Inhalt? Perfekt. So, mal kurz mal 5. Nee, sind wir drüber. So, da geht's rein. Wir gehen aber erstmal hoch. Hoch oben wird wahrscheinlich nichts Spannendes sein. Ja. So. Nö. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen leiser. Novize, ach, geschenkt. Ebenso wie der Inhalt. Den Zweihänder brauchen wir definitiv nicht. Ist auch total toll, dass sich Modder hinsetzen und eigene Dungeons, Kreatoren, Questlines und so weiter machen. Okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. Also ziehen wir erstmal ab. Bumm. Oh, das hatte ich gar nicht gesehen. Silber ist toll und da liegt noch Gold. Ja, vielleicht Kerzenschein nicht an einem Schuster, irgendwas fehlt. Okay. So, Snipe und Bastion. Okay, nicht Dungeon, sondern Bastion. So, dann schauen wir mal. So schön ich das Schild finde, ein bisschen lästig ist es halt immer, weil es auch Teil des Bildschirms verdeckt. So gut das ist, auch das beste Schild im Spiel. Also, durch Mod wohlgemerkt. Ohne Mods gäbe es wahrscheinlich andere. Ja, das klingt so, als hätten wir hier 10 oder noch mehr Banditen. So, aber erstmal plündern wir. Zumindest das, was sich sinnvoll verwerten lässt. Ist natürlich immer je nachdem, was man spielt. Ne? Mit Survival-Mod und so wäre jetzt natürlich Essen auch gut. Aber jetzt für unsere Zwecke ist das Essen halt einfach nicht sinnvoll. Ja, ja, ja. Wir spielen ja gleich richtig. Habt einen Moment Geduld. So. Die zwei Kollegen sind müde. Die liegen. So. Ja. Ja, dieser Eistroll, der hat uns ziemlich voll gemacht. Ich glaube, der hat ja allein schon über 200 Kilogramm an Loot getroppt, der wichtig war. So, gucken wir so ein bisschen um. Ein Vogel hat wieder die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Ich weiß nicht, warum das passiert. Herkommen. Huch. Die mächtige Macht der Tür. Ich hänge irgendwas. Achso, vielleicht hat er auch einen Zauber oder so. So. Ja, wie gesagt, der Kollege ist Gott sei Dank ja keine große Bedrohung. Mhm. Ja gut, 100 Kilo passen noch ein bisschen, das kriegen wir dahin. So. Lohnt sich überhaupt das aufzumachen? Eigentlich nicht. Wir können ihn jetzt noch ein bisschen ausnehmen. Das klingt so verkehrt. Ich meine seinen Gegenstände, nicht seinen Körper. So. Okay, die sind definitiv auch keine Fans von Kaiserlichen. Oder, andere Variante, die Kaiserlichen kamen ihnen einfach im Weg. Auch eine gute Möglichkeit. So. Ein leeres Fass. Bärenpelz, okay. Ja. Macht einen Unterschied, das Licht.
Das wäre auch so eine Sache. Kronleuchter abschießen. Hier ist niemand. Klang so, als wäre hier jemand. Irgendwo ist jemand. Hi. Ist da jemand? Ja. Ja, das war eine Überraschung. Das war schon alles. So, jetzt fahren es mir ein bisschen doch zu viel. Wo ist es denn? Ich brauche zwei Zauber. Und ich finde es ja auch. Nein. Evil Twin, definitiv, ja. Und dann noch Zaidstone. Zaidstone heißt das Ding. So, Leute. Viel Spaß. Ja. So, viel Spaß. Ah, okay. Da holen sie noch mehr. Da haben sie noch ein paar übrig. So, und für einer machen wir uns jetzt hier nicht die Hände richtig schmutzig. Links noch Kerzenschein, okay. Dann kommt jetzt rechts wieder Dingsbums. Wo ist es? Die Berührung des Todes. Hi. Ja, find mich, treff mich, los, wo bin ich? Daneben. Ja. Und tschüssi. Hoch. Irgendwo lebt noch was, da hinten. Ach. So, zack. Fang mich. Geht nicht, du bist umgefallen. So. Wo machen wir so? Dann sehe ich ein bisschen mehr. Ja. Ah, ist gleich vom Gewicht wieder voll. Ich glaube, ich darf gleich nach der Aktion kurz noch verkaufen gehen hier. Hm, sehr viele Freunde. Zwergenpfeile. Okay, schon ein bisschen krasser. Aber schöne Ausrüstung. So, ich bin zwar voll, aber ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben gar nicht mehr viel Let's Play Zeit. Deswegen spielen wir jetzt weiter und wenn ich dann, wenn die Zeit voll ist, dann sammle ich hier ein bisschen alles ein, was hier noch liegt. Das ist auch einiges. Wie gesagt, das ist echt cool. Man findet hier vor allem ein bisschen was. Aber dann geht es dann in Teil 2 dann weiter. Aber erstmal gucken wir noch, was wir so finden. Oh, das geht immer, Geld. Da ist einer. Gut, das hat jetzt jeder gesehen, behaupte ich. Versuchen wir doch mal ganz nett zu erdolchen. Haha, bist tot. Wie gesagt, ausnehmen machen wir später. Wir sind zu einer Art, ja fast schon Serpentine runtergegangen, nenn ich's mal. Was ist denn da? Da sitzt so einer, ne? Ganz ehrlich, so wie ich das angehört habe, kommt hier gleich ein Haufen Zeug. Da so hin. Das ist jetzt irgendwie cool. Kommen die alle jetzt so wie Schießbuden? Aber die wissen alle, wo sie hin müssen.
Immer noch einer? Na komm. 2, 3, 14. Nein. Wo seid ihr? Kennt ihr den Weg? Rennt ihr unten rum? Der kennt den Weg. Ist natürlich echt mies, was ich hier mache, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber es ist unglaublich effizient und macht leider extrem Spaß. Ich meine, ich hätte auch mit dem Illusionszauber ziemlich viel Spaß gehabt. Da ist wohl noch irgendeiner, aber den kann ich nicht sehen und er mich anscheinend auch nicht. Schmerzhafter Treffer. Ah, ein eingesperrter Hund oder so. Bestimmt. Und deswegen hört man wahrscheinlich auch das Geheule, was auch eine sehr geile Stimmung macht. Oh, jetzt habe ich 200 Kerzen schnell ausgerüstet, naja. Oh, viele Kisten, die loote ich dann alle, wie gesagt, wenn wir hier fertig sind. Oder lasse ich es offen, damit ihr das seht für später. Nee, ich glaube, der Kampf, der ist da deutlich interessanter. Aber wisst ihr was? Wir machen ein Mittelding. Wir können einfach mal reingucken zumindest, schau mal. Das können wir doch machen. Experte, da muss ich mir ein bisschen Mühe geben. Das ist mal nicht nebenbei gemacht. Okay, dann wird es so nach links sein. Zumindest habe ich jetzt... Ja, das fühlt sich gut an. Ja, da war's. Alles klar, wow. Die passt sogar noch rein. Cool. Meister, wow. Warte mal, hat der Kollege vielleicht einen Schlüssel? Ich jetzt nicht hier... Ja, das war zu viel, ne? Waffen. Hier, weißt du was? Du kriegst einen der Eisendolche wieder erstmal. So. Ne, ausrüsten wollte ich es nicht. Entschuldigung, ich wollte es ablegen. So. So, Gold. Aber er hat auf jeden Fall nicht den Schlüssel dazu. Ich schau mal kurz, ob es hier irgendwie offiziell rumliegt. Vielleicht hat er auch einer der Lakaien. Ich wollte jetzt nicht alle erstmal durchgucken. Wir kriegen das auch so auf. Ist halt nur schwer. Deswegen, wir haben ein paar hundert Dietriche. Das sollte machbar sein, über einen langen Zeitraum. Wir müssen nur erstmal zumindest ein bisschen in die richtige Richtung kommen. Ah, leicht nach rechts, sieht gut aus. Machen wir ein Stückchen weiter, mal gucken. Ah, fast. Schade, dass sie den auch immer gleich abbrechen. Auch wenn man so langsam dreht. Ja, drin. Naja. Passt das? Ja, das passt. Oh. Class Gauntlets of the Lost. An immortal ghost fights for you. It has 120 points of health and stamina. Die ganze Zeit? Oh, das ist ziemlich geil. Ja klar, Immortal. Je nachdem natürlich, wie viel der Schaden der macht. Okay, das ist ziemlich gut, jetzt einen Break zu machen. Wie gesagt, ich werde jetzt verkaufen gehen, dann sage ich nochmal alles ein und gehe wahrscheinlich nochmal verkaufen. Aber dann gehe ich genau an diese Stelle hier zurück und wir gucken uns den Rest des Dungeons an, denn gibt es hier eine Karte eigentlich zu? Ja, gibt es. Sehr gut. Ja, denn wir haben noch ein kleines Stück gesehen. Vielleicht haben wir aber auch sozusagen direkt den richtigen Weg gefunden. Also, nächstes Mal geht es auf jeden Fall zum Snowbestion Teil 2 weiter. Hier bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wie immer sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!